zwar nicht so lange, aber ein klein bisschen wollte ich auf jeden Fall mal wieder reingehen. Und ich wollte hoffentlich Level 40 machen und vor allem noch viel mehr hoffend, stürzt es diesmal nicht wieder alles ab. Ich habe effektiv nichts gemacht. Ich habe aber mitbekommen, dass bei einigen anderen Palworld auch Probleme macht. Also meine Hoffnung ist jetzt natürlich, es liegt nicht an meinem PC, sondern an Palworld, aber da wir das jetzt eine Mal bei Alan Wake hatten, da hatte ich allerdings den Grafiktreiber noch nicht abgedatet, muss ich dazu sagen. Ja, ich hoffe, dass es jetzt an Palworld liegt und nicht an meinem Rechner. Aber wir werden sehen. Also, ja. Erstmal willkommen zu Palworld mal wieder. Und ich hoffe, es wird keine Katastrophe. Wir gehen mal rein und gucken mal, ob wir ganz normal spielen können. Oder ob er jetzt im Speichervorgang, so wie letztens, wieder alles verkackt. Werden wir sehen. Oh, ich wollte nicht schießen und auch nicht nachladen. War das meiner? Ja, ne? Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, was wir eigentlich machen wollten. Ich weiß, wir hatten Shadowbeaks gezüchtet. Aber weil wir ja dann so Schwierigkeiten hatten, überhaupt noch hier hinzukommen. Ich glaube, ich wollte wegen Eiern und Co. gucken. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau, weil ich mich so sehr geärgert habe. Und ich habe zwischendurch nicht wieder gespielt. Deswegen sind wir eigentlich genau da, wo wir aufgehört haben. Nur ich weiß halt leider nicht mehr ganz genau, wo das ist. Oh wow, Valeris können wir jetzt auch. Stimmt, wir sind ja jetzt 39. Wir waren ja noch gar nicht 39, auch wenn ich gerne 40 geworden wäre. Doppelflinte. Eine Flinte, die auf kurze Distanz Tod und Verderben sät. Hat zwei Schuss, benötigt als Munition Flintenmunition. Für die Herstellung wird Waffenfließbandwerk benötigt. Das haben wir sogar. Das ist Flintenmunition. Aber ich glaube, wir müssen erstmal gucken, dass wir... Wir haben ja gar kein Ei drin, ne? Dass wir mal normale Pistolenmunition jetzt bereitstellen. Hi, Anonymous. Achso, ja, hi, PJ's World und hi, Akai, natürlich. Fabi. das geht hier natürlich nicht. Wollten wir noch irgendwas züchten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir wollten, wenn, dann noch gucken. Was kam da bei den beiden raus? Weiß ich gar nicht mehr. Könnten wir mal gucken. Ganz kurz gucken. Weiß gar nicht, ob ihr das seht. Wahrscheinlich noch nicht. Habe ich vielleicht ausgestellt. Breeding. Das war doch immer meine Seite hier. Und, obwohl, nee, wir wollten genau das nicht. Wir wollten schon. Wir haben da jetzt... Oh, geh doch weg mit diesem Scheiß. So, wir haben hier Jormundheit und den mit den Armen. Jormundheit und der mit den Armen. Hangiu oder so heißt der, ne? Da ist er schon. Da kommt Broncheri raus. Ich weiß nicht mehr, was ich mit Broncheri wollte. Muss ich sagen. Mein Greenscreen sieht schon wieder richtig scheiße aus. Ich gucke gleich mal, dass ich das noch ändere. Ich will mal ganz kurz gucken, was nochmal für... Wir hatten ja einige coole eigentlich. Und wir wollten eigentlich Fenglope in schnell, ne? Weil wir haben nämlich festgestellt, dass... Warte mal, ich mache erstmal kurz den Greenscreen nochmal neu. Ich bin ja durchsichtig. Hab halt keine Haare mehr, weil scheinbar ist alles grün in meinem, an meinem Körper. So, Sekunde. Ja, zeig mir das an, nicht das. Den Filter. So. Warte, wir nehmen den einmal kurz raus. Oder wir nehmen einfach Rot. Rot ist immer meine Standardfarbe, damit möglichst nichts gefiltert wird, denn man hat gar nicht, offenbar gar nicht so viel Rot, wie man dachte. Ich dachte, man ist überall rot, aber scheinbar nicht. Das scheinen alles mehr so Grüntöne zu sein, deswegen, ja, so Farbe geht. Deswegen wird es dann immer schlimm, wenn ich grün nehme. Naja. So, Zwangsverzuchtung. Genau. Ja, wir haben letztes Mal, wollte ich sagen, festgestellt, dass wir mit dem Pyrin zwar schneller sind, vom Gefühl jedenfalls. Aber da hat man halt den Doppelsprung. Shadowbeak war, glaube ich, erst in weiter, weiter Ferne. Wir könnten Valeris, wie auch immer. Hi, Cat Weasel. Dann könnten wir jetzt noch den Sattel machen, das haben wir jetzt gelernt. Aber da fehlt uns bestimmt Leder. Ja, ganz viel Leder. Gut, hochwertiger Metallbarren haben wir auch noch nicht. Da müssen wir, glaube ich, noch eine neue Werkbank für bauen. Aber ich würde sagen, wir reisen erstmal zu einem anderen Platz. Und ich würde ganz gerne auch, einmal ganz kurz hier hin,
Und ich würde ganz gerne auch weiter fangen, dass wir eben Level 40 werden. Alle fangen, die wir noch brauchen. Und ich will mal ganz kurz gucken, ob wir hier noch Eier drin hatten. Hier ist noch was drin, da ist nichts drin. Ist da draußen noch was? Nope. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie 9 Brutkästen. Und brauchen die nicht. Also, entweder wir haben halt keinen Platz und bauen mehr. Oder wir haben keine Eier mehr und haben zu viele. Wie lange dauert das hier noch? 4 Sekunden. Ja, das können wir noch kurz warten. Ich will mal ganz kurz schauen. Ja, den hier mag ich auch. Also, Blazehole heißt der, glaube ich. King Ferno, keine Ahnung. Den mag ich auch. Ja, Jormundheit ist, glaube ich, auch... Also, ich kann mir vorstellen, dass die stark sind. Der und der Feuerdings davon. Aber ich glaube, zum Reiten werden wir am besten immer Pengloopa dabei haben, weil alleine schon wegen des Doppelsprungs ist das einfach richtig gut. Okay, Leder haben wir hier sogar genug. Das heißt, wir bräuchten nur hochwertige Metallbarren. Ich wollte auch mal schauen. Jetzt fange ich schon wieder an, von einem zum nächsten zu kommen. Ich wollte auch mal schauen, was wir brauchen, damit wir die Lager wieder upgraden können. Loop Moon? Fragile und Isolierung, cool. Also, nicht so nützlich. Hier wollte ich mal kurz schauen. Verbesserter Hochofen, den haben wir offenbar noch nicht gebaut. Wo finden wir den denn dann? Verbesserter Hochofen. Zement, wie machen wir nochmal Zement? Ich habe es schon wieder vergessen mit... Ich glaube, wir brauchten... War das an der Waffendings? An der Ende von denen da unten? Wir brauchten aber, glaube ich, Perlsaft, ne? War das so? Ich weiß nicht, mehr mussten wir Zement auch machen zum Brennen irgendwo? Oh Mann, wo war denn das? Hier gibt es ja nur... Obwohl, hier könnten wir auch mal anfangen, nochmal... Oder anfangen, weitermachen. Vielleicht nochmal... 40 Stück davon haben oder nicht, ne? So, aber irgendwo... Irgendwo ging doch auch... Zement. Nicht hier, offenbar. Ist der da festgestackt? Jormundheit sieht aus, als wäre er festgestackt. Wenn ich das da gerade gesehen habe. So, wir haben auf jeden Fall sehr viel Metall hier. Wo gab es nochmal Zement? Wir hatten das doch schon irgendwo gebaut. War das hier? Ja. Ja, Pellsaft. Mir war so. Wir könnten vielleicht mal... Machen wir mal das. 100 Zement. Ich glaube, da kommen wir erstmal eine ganze Ecke mit. Hoffe ich jedenfalls, dass es gut klappt. Haben wir irgendwie dabei, der das machen kann? Der hier Handwerk kann? Handwerk. Handwerk. Hubmoon kann das, ne? Also ich meine, den haben wir jetzt nur aus Versehen dabei, weil wir den gerade ausgebrütet haben, aber der kann ja wenigstens helfen. Dann ist er dafür doch ein bisschen nützlich. Hilft er denn auch? Jetzt hilft er auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Meine Nase kribbelt jetzt schon. Ich habe nicht so viel gegessen tatsächlich vorher, aber ich habe, falls ich richtig Hunger kriege, habe ich eine Müllermilch da. Für alles andere mit Essen muss es leider warten jetzt bis nach dem Stream. Aber wie gesagt, super ewig kann ich auch nicht. Und ich muss unbedingt früher schlafen, weil ich die letzten 2-3 Tage super spät erst ins Bett gekommen bin und todesmüde bin, gerade beim Aufstehen und dann auch noch wach bleiben, so im Laufe des Tages während der Arbeitsstunde. Wird ein bisschen Zeit für Schlaf, will ich damit sagen. Haben wir irgendwen, der Handwerk 3 hat, zufällig? Irgendwie dauert mir das zu lange mit dem. Nase kribbelt. So, ist wahrscheinlich einer der hinteren. Stimmt, wir hatten welche verkauft, aber wir sind immer noch so voll dabei, ne? Guter Läufer, was war mit unserem? Workaholic und Flink. Was macht der denn nochmal guter Läufer? Guter Läufer hat bestimmt 20% und du bist 10. Also eigentlich müssten wir die beiden ja miteinander paaren und hoffen, dass das hier mit Flink zusammengeht mit guter Läufer. Aber zum Reisen müssten wir eigentlich den dann nehmen, ne? Weil der ja schon mal 10% schneller ist. Gut.
Guter Läufer. Ich wollte gucken, wegen Handwerk. Ich will gar nicht... Doch, hier können wir gucken. So. Der hat Handwerk 2. Die hat Handwerk 3. Den haben wir gerade erst aussortiert, ne? Der kann nur Wasser 4. Handwerk 1. Holz, gar kein Handwerk. 2. Ich glaube, wir müssen die Dingsbums da nehmen. Der hat auch nur in Anführungszeichen Handwerk 2. Hatten wir von denen nicht auch irgendeinen? Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Irgendeinen, der richtig gut war. Der hier ist das nämlich. Oi, nicht weglaufen bitte. Will ich haben. Komm her. Mach mal bitte da jetzt den Dings da fertig. Wir könnten dann unseren Loop Moon eigentlich auch wegpacken, ne? Macht die das da jetzt oder was? Oder ist sie hier zu behindert und kann das nicht, weil es hier zu klein ist für sie? Zuweisung zu Brutkasten, willst du mich verarschen? Kannst du es von draußen machen vielleicht? Nein? Nein? Sie ist zu groß. Ist sie ernsthaft zu groß, um da dran zu kommen? Oder sieht das nur so aus? Ich will da nicht zu Brutkasten. Wieso ist das immer Brutkasten? Muss ich die da direkt reinwerfen? Das steht doch schon da dran. Okay. Das hat aber geklappt. Sie ist zwar jetzt in der Decke, aber das stört sie nicht. So, wir könnten ja hier mal nehmen. Wie viel brauchten wir für die für den verbesserten Hochofen? 30. Die haben wir genau. Dann, der kommt mal nach oben auch, da wo der andere ist. Da haben die Feuerviecher, glaube ich, alle genug Platz. Machen wir den mal an die andere Ecke. Obwohl, das ist ein bisschen doof im Hochlaufen. Ne? Wir kommen von da hoch. Dann kommt der mal hier hin. So. Zwei Minuten. Boah. Einer hilft, Anubis hilft und es sind einfach 2 Minuten abgezogen. Krass. Voll gut. Voll gut, voll gut. Und dann können wir sie upgraden, ne? Wenn wir den gebaut haben. Mir war so. Hau. Jawohl. Ändert zwar noch nicht so viel, aber Stufe 16. Das heißt, ein... Obwohl, ne, wir können einfach nur trotzdem 15 Pelz. Was bringt es dann, wenn wir das noch upgraden? Ich weiß es gar nicht. 2 große Pellbetten bauen. Hätten wir mal in dem anderen Lager machen müssen, ne? Guck mal, der hängt doch da oben. Der kommt doch da nie wieder runter. Das sehe ich doch schon. Aber ich kann ihn da oben nicht runterholen. Dann müssen wir es so machen. Hm. So, so. Dann muss da mal rein und wieder raus. Da. So, bitteschön. Wobei in diesem Lager, muss ich sagen, stacken die am allerwenigsten. In allen beiden anderen Lagern, vor allem in dem zweiten in der Mitte, ne? Also nein, in dem dritten oben das neue, aber so... da verbacken die ja irgendwie ständig. So, was brauchten wir jetzt? Ich habe gar nicht geguckt. Perlbetten, doch, ich habe geguckt. Ich habe es nur schon wieder vergessen. Platine, was man nicht alles braucht, sowas kann ich noch gar nicht. Muss mal gucken, was wir da oben jetzt an dem neuen verbesserten Dingsbums da können. Okay, Nägel brauchen wir und Stoff fehlt. Wow, warum schläft der hier? Geh doch ins Bett. Okay. Dann machen wir hier mal. Wir machen mal, weiß ich nicht, 100 Nägel oder so. Dann können die das hier fertig machen. Während ich unterwegs bin. Noch irgendwas, was wir reparieren müssen? Das unbedingt. Ah, oh, fuck, mir fehlen Nägel. Dann machen wir die noch schnell. Oh. Kann ja nicht lange F gedrückt halten an der Tür. Wird keine Nägel herstellen. Ja.
Das dauert echt lange, ne? Okay, aber... Ich überlege gerade, ob wir in der Zwischenzeit vielleicht die beiden Shadowbeaks nehmen und die mal züchten. Dass wir im Idealfall Flink und guter Läufer bekommen. Aber es gibt doch auch noch irgendeinen dritten. Braucht gar nicht so viele, ne? Es gibt ja noch einen dritten. Wir müssen auch mehr Bosse killen, glaube ich. Das vernachlässige ich. Ich muss gleich nochmal ganz kurz diese Breeding-Seite mir anschauen. Ich kann euch die auch wieder mit reinnehmen. Ich hoffe jedenfalls, dass das klappt. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja, es klappt sogar. Guck mal eine an. So, wir wollten wissen, was... Wo ist Shadowbeak? War weit unten, ne? Oder? War der unten? Shadowbeaky-Beak? Ja. Kitsune und Dastegon sind die einzigen, die das sonst können. Kitsune und Dastegon. Oder sie selbst halt, ne? Was war denn mit unserem Kitsune? Lief das irgendwo rum? Oder haben wir das wieder weggepackt? Das hat gar nichts. Dastegon könnten wir also, wenn, dann nur nehmen. Da. Der hat guter Läufer und... Ja, ich glaube, dann nehmen wir tatsächlich mal die beiden Shadowbeaks einfach dafür. Guter Läufer. Dann reisen wir mal kurz hier hin, dass wir die beiden da reinsetzen. Dann haben wir den zwar nicht dabei, das ist schade, aber wenn wir dann Glück haben und ich weiß ja nicht, wie das genau zusammenläuft dann mit den... Ich bin auch dumm, ne? Mit den Skills wollte ich sagen. Weiß ich jetzt nicht genau, wie das zusammenläuft. Achso, seid ihr überhaupt nachtaktiv? Gut, ich glaube, ich muss den da eben rausholen. Worauf ich hinaus wollte, ich weiß nicht, ob die Skills dann gut klappen miteinander. Oder ob wir da vielleicht Glück haben können oder Pech haben können. Wie kriege ich denn den jetzt da raus? Kann ich den nicht hochheben? Aber was soll das jetzt? Warum ist da jetzt auf einmal ein Ei? Von wo ist das denn jetzt gekommen? Oh shit, ich habe gar nicht geguckt, ob die Geschlechter passen. Das sind beides Männchen, ne? Oh Mann, ich bin so doof. Das sind jetzt einfach drei Männchen. Ja, dann können wir das gar nicht machen. Warte mal, haben wir noch einen anderen Shadowbeak? Das ist Männchen und das ist der, den ich dabei hatte. Warte mal. Haben wir da noch irgendein Weibchen wehen? Beide sind... Das war ein Arbeitstempo und Verteidigung. Stämmiger Wuchs könnte noch ganz nützlich sein. Motivationskurs war Arbeitstempo, ne? Was war Angriffsschaden? Was war imprägniert? Weniger Schaden kriegen, ne? Ja, wir nehmen mal den. Ich glaube, das mit dem Eider ist halt schon einfach fertig. Oder fertig geworden oder so. Ich weiß es nicht. Okay. Na, wir müssen sie ja auf jeden Fall mitnehmen, weil... es zu spät ist. Wird's Tag? Ja, es wird gerade Tag. Dann gucken wir mal, wie sieht's hier drin aus. Oh, warte. Ja, wo habe ich das hingepackt? Ach, da drüben! Gott. Okay, 30 Minuten, das ist okay. Dann kann es da erstmal bleiben. Er ist auch raus aus der Zucht, das ist schon mal okay. Dann machen wir mal die... Ich glaube, wir machen mal die Torten hier rein, ne? Die haben wir ja jetzt eh hier fertig. Da können wir nochmal drei neue anstellen. Dann können die gemacht werden. Und dann packen wir die drei einfach da rein. Dann hoffen wir mal, dass da vielleicht noch ein Weibchen rauskommt mit den guten Werten von dem. Mit dem guter Läufer. Dann müssen wir es leider so versuchen.
So, und dann wollte ich unbedingt hier oben hin und da mal kurz gucken, ob alles gut läuft. Und dann... Was ist denn hier schon wieder los? Räumt das hier keiner weg? Haben wir hier keinen mit Lagern? Jetzt haben wir den ganzen Zement dabei, ne? Das ist auch blöd. Ich guck gleich mal, ob wir keinen haben mit Lagern. Und ansonsten... Ich lasse mal den Kram hier jetzt erstmal. Will ich mal schauen, ob wir hier noch Eier haben. Die wir ausbrüten können. Und dann will ich mal hier um die Ecke... Ach, und wir wollten auch noch Munition herstellen, habe ich schon wieder vergessen. Ja, da sind noch welche. Und dann wollte ich hier um die Ecke weiter fangen. Mal gucken, was hier rauskommt. Zerfurcht. Hatten wir das gefunden oder ausgeführt? Sumut? Ich glaube, das haben wir gefunden, ne? Oder? Keine Ahnung. Robin Quill, den hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? Gewöhnliches Jumbo-Ei, das haben wir, glaube ich, gefunden gehabt. Gorirat. Okay, wir haben jetzt keine weiteren Eier mehr. Gab es hier eine Kiste? Nein. Okay. Irgendwer lagert doch hier aber was. Irgendwer ist hier erschöpft. Da könnte ich auch mal wieder die harte Medizin rausholen. Aber... So, der hat doch Lagern. Der hat Lagern. Der hat Lagern. Eigentlich müssten die Leute... Die haben wahrscheinlich genug anderes zu tun, ne? Wer greift hier schon wieder an? Hey, lass da los. Irgendwie funktioniert das mit der zweiten Leertaste nicht. Oder meine Leertaste ist ein bisschen buggy mittlerweile. Kann natürlich auch sein. Ich könnte da super gut eine Handgranate reinwerfen eigentlich, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. Daneben, toll. Ich hoffe, wir können ein paar fangen. Aber wir nehmen die gelben. Ich weiß halt nicht, wie viel Zeit ich habe, weil die dann ja relativ schnell auch wieder verschwinden. Aber von denen brauchen wir halt auch noch welche. Von daher ist es eigentlich gut, wenn die kommen. Dass wir da mal... paar von wegbekommen. Also sozusagen streichen können von unserer noch zu gebrauchen Liste. Wir versuchen das mal. 24, nicht so viel. Ja! Okay, jetzt den richtigen getroffen. Boah, warum lädst du denn nicht gleich nach von dir aus? Der kann noch einen kriegen. Boah, der braucht aber noch viele. So viel Zeit haben wir gar nicht, ne? Die verschwinden gleich wieder alle. Ich ahne das doch schon. Also der da versucht noch hochzuspringen. Das macht mir ein klein bisschen Hoffnung. Ja! Ja, jetzt haut ihr ab. Das ist schlecht. Braucht doch noch so viele von euch. Den kriegen wir hoffentlich noch. Die anderen sind, glaube ich, weg. Gegen die Pistole braucht das ja echt lange, ne? Wenn er da rauskommt, rennt er wahrscheinlich auch weg. Okay, passt. Passt, passt, passt. Sehr gut. Dann fehlen leider immer noch drei. Wenn wir Glück haben, schaffen wir beim nächsten Mal drei. So, wo können wir denn mal hoch? Wir könnten einfach fliegen, ne? Aber... Ich würde auch gerne den Valeris-Sattel. Ich wollte auch noch gucken. Oh, ich bin so verwirrt schon wieder. Keine Sorge, die kommen wieder. Ja, zum Glück. Zum Glück kommen die wieder. Ich will Munition machen.
Ich wollte eigentlich gucken, was diese neue Werkbank da kann, die wir gerade eben gebaut haben. Hungrig sind wir auch schon wieder. Ich weiß, ich kann das in den Beutel tun, aber das will ich nicht, weil dann esse ich so viel, wie ich manchmal gar nicht brauche. Aber wir fliegen jetzt, glaube ich, mal hoch, ne? Oh, da ist einfach ein Ei. Gut, das nehmen wir natürlich kurz mit, weil wir haben ja eh Platz. Ist da einfach so ein blaues Ding? Und wir haben das noch nicht geholt? Wow. Mir war so, als hätte ich da was Blaues gesehen. Ich habe erst überlegt, ob wir da die Grenze haben, aber nö. Ist einfach noch so ein Tagebucheintrag hier. Da unten liegt noch ein Erz. Ist bestimmt von hier runtergefallen. Egal. So. Den rosanen Pornotypen packen wir weg. So, wir haben einen zum Rennen, wir haben einen zum Fliegen, wir haben einen zum Kämpfen. Der andere zum Fliegen ist zwar viel schöner, aber ja. Das Tigon mag ich sehr gerne. Ist das bei der Zucht so, dass da auch random irgendwelche Stats dazu kommen können? Das weiß noch keiner, oder? Weißt du das nicht? Wir brauchen auf jeden Fall auch starke Perls, die über mir sind vom Level. So, ich wollte gucken wegen Munition. Das machen wir im anderen. Wobei, wir können hier mal ganz kurz noch das Ei reinpacken. Ne? Den gibt es hier wahrscheinlich am besten. Von der Temperatur her. Würde ich schätzen. Ja.